Enrico Italia, die Riesenfrau. So, würde ich sagen, hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Speedtest ist am Start. Wir versuchen rauszufinden, hier zusammen mit Enrico Italia, Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung. Wisst ihr Bescheid? Wir versuchen rauszufinden, ob der Beef Raptor irgendwas reißen kann gegen die ganzen anderen Sportwagen. Erster Speedtest. Da, genau, da hinten. Ein Haufen LEGs schon am Start. Enrico Italia im voll aufgetunten LEG. Ich bin im voll aufgetunten BF Raptor. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen richtig hinstellen, so, dass es halt auch passt. Weil irgendwie ist das Ding, steht gerade kreblich. Und ich würde sagen, wir machen bei 17:20. Yes, Kaltstart. Tschüss. Yo. See you again. Was a nice time with diese Niggi, like er zieht einfach ab mit seinem LG R8 und ich glaube, dieses Ding, ist es jetzt überhaupt sowas gut? Das wollen wir jetzt noch versuchen rauszufinden, weil wir testen es ja noch gegen ein paar andere. Ist es der BF Raptor für irgendwas gut? Schreibt es in die Comments. Ich meine, für was könnte er gut sein? Würdest du ihn kaufen? Alien. Kannst ja mal sagen, ja. Weiß ich nicht. Aliens jagen? Warum? Ja, damit kann man die Aliens jagen, das ist so ein Easter Egg. Alles klar, sieht vorne ein bisschen aus wie ein Frosch. Aber für was kann ja gut sein? Ich meine, für Rennen ist ja nicht gut, dann nee. Für was? Für Tuning-Treffen vielleicht. Aber wer kommt da mit so einem Auto? Keine Ahnung. Alter. Für Mann! Wenn es ein Elektrofahrzeug wäre, für andere Leute. Für wie Leute, jetzt? Die für die Öko-Trips sind. Öko-Trips. Umwelt verschmutzen wollen. Ha. Ja, im Prinzip, das war's schon mit dem Speedtest, mit dem ersten Speedtest vom BF Raptor gegen Enricos voll aufgetunten LG R8. Nächster Speedtest, bis gleich. Zyklop, den gibt's immer noch. Mann! Nice. Ey, den selbstgebauten Zyklopen. Stimmt, ganz der, vergessen. Das Lied war heftig, ey. Zyklopen-Style. Meine Fresse, was geht denn hier ab, Mann? Was geht denn hier ab? Ich kicke euch jetzt alle raus. Info beigetretener Spieler. Enrico Italia fliegt raus. Nee, der bleibt drin. Rauswerfen. Dann der fliegt raus. Rauswerfen. Der fliegt raus. Rauswerfen. Er nimmt eiskalt den Sterling GT. In einem Sportrennen. What the fuck? Ja. Ich hab's erst auch nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Nächster Speedtest, Leute. BF Raptor gegen, ob ihr es glaubt oder nicht, gegen den Sterling GT. Der ist jetzt ein Sportwagen seit dem Bikers-Update. Und Enrico Italia hat's. Du hast es rausgefunden? Hey. Oder wer war's? Yeah, hast du es rausgefunden? It was me. Okay. Jedenfalls BF Raptor gegen voll aufgetunten Sterling GT bei 45 Sekunden. Halt dich bereit. Yeah, man. Bam. Let's go. Oh. Oh. Ey, ich dachte, er kann jetzt was reißen. Er kann jetzt was reißen, weil die Karre ist ja eigentlich schon Klassiker, ja, Klassiker, Oldschool, ja. Aber ja gut, ist der reißt halt nichts. Also, reißt nichts. Ah, der kam ja vom Handling so cool vor, so wie Go-Kart-mäßig, aber ja, ist halt echt nicht so geil. Hey, scheiße. Aber ich finde es cool, dass seit dem Bikers-Update der Sterling GT, wie Enrico schon gesagt hat, in der Sportwagenklasse auch gelistet ist, neben der Klassikerklasse. Ja, vorher war nur in der Klassikerklasse, jetzt auch Sportwagen. Es ist beides, wie die Sanchez, weil Sanchez ist halt Motorrad und auch gleichzeitig Geländewagen, witzigerweise. So, wir können den Speedtest hier beenden, weil bringt halt nichts. Nächster Speedtest, bis gleich. Bäh, so WTF, Niggi, WTF, warum? Warum ist das Ding so langsam? Genau, Enrico Italia ist ja eigentlich ist Enrico Italia erst 17 Jahre und darf noch eigentlich gar kein GTA spielen. Wie ist es eigentlich? Kommt da der Start und löscht seinen YouTube-Kanal? Schreibt es in die Kommentare. Nächster Speedtest, Angela Merkel löscht Enrico Italias YouTube-Kanal. BF Raptor gegen Jester Race, voll aufgetuned bei 1,40. Halt dich bereit. Hey, what's up? My name is Garrus and today... Ja, war das nicht irgendwie klar? Das Ding reißt gar nichts, Alter. Es reißt überhaupt nichts, Mann. Weißt du, Rockstar, eine Möglichkeit für solche Autos wäre, Rockstar führt eine Art Go-Kart-Klasse ein. Nitro. Eine Go-Kart-Klasse, wo man dann halt solche Autos nutzen kann und da wäre das, denke ich mal, mit ganz vorne. Da wäre es mit ganz vorne. Was gibt's noch? Es gibt noch so ein BF. Ja, BF Bifter. BF Bifter. Ja, genau, BF Bifter. Es geht so ein bisschen in die Richtung, ja.
Und alles, was so Go-Kart-mäßig ist und dennoch so ein paar Go-Kart-Strecken, wäre cool. Vielleicht auch Go-Kart mit ein paar Hallen, weißt du? Boah, ja, ein Go-Kart-Update, Digga. Da baust du dann die ganze Maze Bank Arena aus. Also Rockstar macht das. Und dann kannst du in der Maze Bank Arena kannst du Go-Kart-Rennen fahren, so wie in San Andreas die Stunt-Rennen fahren konntest mit der Sanchez oder so. Egal. Nächstes Beatles. Bis gleich. Fahr mal rückwärts. Der lenkt da auf einmal nach rechts oder links. Das ist voll komisch. Das Ding kann ich rückwärts fahren. Ja, hab ich gemerkt irgendwie. Ja. Guck. Ey, das ist krass. Der Beef Raptor, es ist offiziell, der Beef Raptor kann nicht rückwärts fahren. Ich lenke gar nicht, weißt du, ich mach gar nichts. Leute, das ist ein geiles Easter Egg von Rockstar Games. Hier. Das ist so behindert, ey. Ich mach nichts. Ich stell das Ding gerade hin und fahr ganz normal rückwärts. Alter, what the fuck? Egal. Nächster Speedtest, Beef Raptor, dieses geile Teil hier gegen Enricos voll aufgetunten Massacro in der Race. Version, wir machen, Alter, ich will nur rückwärts fahren, what the fuck. Wir machen bei 55. So. Halt dich bereit. Bam. Hoffe, es fährt geradeaus. So, ja, doch einigermaßen. Ja, klar, das war wieder sowas von klar, dass der BF Raptor so abkackt. Oh mein Gott. Wie viel hast du auf dem Tacho? Let's get a ride into the finish line. Ich habe 97 auf dem Tacho. 98, 100. War es erst 100, 120, ja. Digi. Okay, nice. Das einzige Coole ist wirklich, ich sag mal, vielleicht cool in Anführungszeichen, ist das besondere Aussehen von diesem Auto. Ich meine, er heißt zwar Raptor. Ja, es heißt zwar Raptor, aber sieht irgendwie aus wie ein Frosch halt vorne, oder? Es sieht doch nicht aus wie ein Raptor. Kennst du aus Jurassic Park diese fiesen kleinen Saurier, diese fiesen Fleischfresser-Saurier, die mit schnell durch die Gegend flitzen. Und wen? No, kennst du keinen Repeat-X? Ich kenne Repeat-X. Warte mal, Repeat-X, den kenne ich doch irgendwoher. Stimmt, Shoutout an Repeat-X. Jo, Shoutout, Digi. Shoutout an Repeat-X. Kann das anschauen. Der ist auch so rot. Der hat auch so rote Haare wie dieses Auto hier, diese Autolackierung. Die ist genauso rot. Nächster Speedtest, bis gleich. But I like people when they have red hairs. Because mostly they're very, 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 very nice people. Wie Donald Trump, oder was? Letzter Speedtest von diesem BF Raptor Speedtest. Diese nice rote BF Raptor gegen Enrico Italias OB Omnis, auch in rot. Und machen wir auf 30. Dann ist es gechillt. Machen wir auf 30. War ja wieder klar, Mann. Yeah. War wieder klar. Leute, ihr wisst Bescheid, also der OB Omnis. Das hatten wir ja schon beim letzten Speedtest beim Cunning Stunts Update, glaube ich. War das beim Cunning Stunts Update? Kam der? Ja. Stunning Cunts, Cunning St- ja, genau. Da hatten wir ja schon festgestellt, dass man mit dem OB Omnis die besten Rundenzeiten fahren kann. Der Sportwagen klasse und der somit der beste Sportwagen ist für, ich sag mal, etwas kurvigere Rennen mit mehr Kurven. Also da der beste Sportwagen. Und von daher war es mir euch auch klar, Alter, wegen der Beschleunigung. Chlor, Alter, bärisch. War das bayerisch, oder? Dass der hier den Raptor klar abzieht, Alter. Dass der einfach so weit vorne ist. Und die Endgeschwindigkeit, der kann auch nichts reißen in der Endgeschwindigkeit gegen den OB Omnis. Ja, ihr könnt bitte in die Comments schreiben, wofür Julian ist sauer. Der... Was? Julian Was? Ist sauer. Julian ist sauer? Okay, dieser Affe meinst Julian du oder sauer, Julians Blog? Weil er so langsam ist. Ja. Dieser Affe oder was? Langsam. Ja. Du meinst den Affen. Na jedenfalls, schreibt's bitte in die Kommentare, wozu der BF Raptor eurer Meinung nach gut sein könnte. Ich meine, klar, mir fällt sofort ein für Autofans, so die auf so abgefahrene, besondere Autos stehen, die so aussehen wie Frösche, obwohl sie Raptor heißen. Hallo Enrico Italia. Oh mein Gott. Er rutscht mit dem Kopf in die Ziellinie. Und Autoliebhaber, Tuning-Treffen. Ansonsten, für Rennen kannst du das Ding komplett knicken. Lohnt sich absolut nicht. Der Preis, Alter, 645.000. Waren das 645.000? Ja, ne? Über 600.000. 645.000. Das Ding ist leider Schrott. Also für Rennen ist das Ding leider Schrott. Es ist jetzt Real Talk. Ich meine, die sich jetzt aufregen, weil sie ihn gekauft haben. Ja, Pech gehabt. Na, egal. Jo. Das war's hier mit dem Video. Erstmal ein Speedtest von BF Raptor. Gegen die ganzen anderen Sportwagen, die cool sind, ja, die Sinn machen, die in Rennen geil sind.
Danke fürs Zuschauen. Für alle, die noch einen gemoddeten Account brauchen, die können mal in die Videobeschreibung schauen. Da ist wieder die Facebook- und die Bestellseite von Extreme Modding verlinkt, meinem Modder-Team. Aber bitte dran denken, Geld nicht höher als 700 Millionen, ja, wegen der Übertragung, weil es sonst nicht klappen könnte. Und ihr müsst halt, könnt den Account erst nach 30 Tagen übertragen, wegen der neuen Zeitsperre von Rockstar Games. Ansonsten werdet ihr den UA nach, ich weiß nicht, wie lange ist jetzt die Wartezeit für die... 30 Days. Nee, ich meine, wann bekommen die den UA? 1 bis 3 Tage oder waren es? 30. Nein, wann die den UA bekommen? Achso. Von Extreme Modding bekommen. Oder 2. Maximal 3 Werktage. So im Schnitt, glaube ich, momentan 3 Werktage, weil ein paar Modder wieder ausgefallen sind. Jedenfalls wisst ihr Bescheid. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein, Enrico haut auch raus. Rein. Make Germany great again and vote for AfD. Ernsthaft? No, I'm just totally kidding. Don't vote for this shit. Wählt, ich würde sagen, wählt die Spaßpartei. Wählt die Partei, das ist cool. Ja, bis zum nächsten Video, nicht so ernst nehmen. Ihr haut rein, wir sind raus. Bis dann, ciao. Vote for Donald Trump.